Zwei Stunden Schlaf. Ja, für mich eine halbe. Heute geht's nach Istanbul. Hallo Leute, oh, und willkommen bei Purebro Lifestyle. Mit was habe ich das verdient? Leute, wir sind am Flughafen. Und hier ist das Team, also das Männer-Team. Ich sag das Männer-Team, ja? Was ist los? Ich gleich doch nicht mal so, Mann. Oh, no! Edin am Start. Ferni am Start. Der war fast am Sterben heute Morgen. Ja. Migo kennt ihr auch. Und mein Bro. Beto am Start. Und den kennt ihr nicht. Jetzt gehen wir nach Istanbul. Eine Stunde Verspätung. Sehr schade. So, wir sind hier am Start. Bro, Gains auch am Start, auch in Istanbul am Start. Und das Wetter ist fantastisch. Nein, es schneit. Es ist Schnee hier. Und ist auch gut so. Denn es ist der 31.12. Und da muss schon ein bisschen Schnee sein. Es muss draußen weihnachtlich sein. Man muss sehen, okay, es ist der 31. Ansonsten wären wir irgendwo hingeflogen, wo es warm wäre, nach Thailand oder so. Wir wussten, dass es kühl sein wird hier in Istanbul. Und jetzt gehen wir mal raus. Die Stadt sieht ziemlich, ja, wie soll ich sagen, überfüllt aus. Ja, ich denke, die haben irgendwie 10 oder 15 Millionen Einwohner. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Überall sind Moscheen da. Es sieht schon richtig groß aus. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt da haben mit dem Taxi, bis wir irgendwo ein gutes Restaurant finden. Ja, jetzt ist der Gab noch am Start. Ich nehme die Kamera mal mit und dann mal schauen, was wir heute draufpacken auf diesem Vlog. Bro, gehen wir noch ins Training heute? Eher nicht, ne? Vielleicht ein kleiner Chestpump im Hotel. Ja, ein Chestpump im Hotel. Ich hätte heute Beine auf dem Programm. Ich trainiere zurzeit dreimal Beine, dreimal Unterkörper und dreimal Oberkörper. Ganz speziell, das Training habe ich von einem Bro, von Sepp, von Broses. Broseph. Von dem hört ihr dann noch mehr. Kommt, wir machen uns ready und gehen raus jetzt. Hey Bro, wie fahren die Türken hier? Alter Mann. 30er Zone 80. Blinken gibt's nicht. Blinken gibt's nicht. Aber safe. Irgendwie muss es ja funktionieren, ja, oder? Ja, irgendwie muss es funktionieren. Wir fahren jetzt zum, wie heißt der Platz? Taksim-Platz. Taksim. Taksim. Okay, irgendwas essen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Also ich bin hier nach Istanbul gekommen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, normalerweise informiere ich mich immer ein bisschen, so was läuft und so. Ich habe keinen großen Plan hier, was läuft. Für das habe ich den Migo dabei, der war schon mal hier, hat er gesagt. Für mich gibt es einfach zwei Sachen, die ich sehen will. Das ist die große Moschee und die Brücke, die Asien und Europa verbindet. Dann im Neujahr haben wir einen Club geplant hier, reserviert, Loge, Restaurants müssen wir abchecken. Wir müssen auf jeden Fall noch einen guten Hammer abchecken, Bro. Das finden wir sicher im Internet. Ja, Mann. Ananas. Da habe ich so 200 Gramm Ananas für 6 Euro. Reingefiest, Mann, eine richtige Abzockerei hier am Flughafen. Und ja, Mann. Wir holen uns jetzt im Markt irgendwie. Ja, ja, Mann. So viel, 2-3 Kilo Datteln, Feigen. Deglein nur. Ah. Oh, shit. Gute Cars, Bro. Hier, schau mal. Wow. Oh. Was ist das? Das sind die Carbs. Hey, oh shit. Kebab. Shit. Das ist schon krass. Krass hier. Mustafa Fieger. Mustafa! Hey Bro, was nimmst du? Zieh hier was Vegetarisches. So ein paar verschiedene Sachen hier ausprobiert. Vegan Style, Bro, du. Ich habe das Chicken noch hier am Start. Ansonsten auch vegan. Leute, das sieht richtig hart aus. Oh, shit. Ist nice. Very nice. Probier mal, Bro.
Probier mal. Will ich's. What's that? Pistache and coconut. Sir? No, thanks, sir. Please. Okay, wait. The gist? I try. Sir? Wow. Hard stuff here. Come here. Papa. Ich merke die Sache. Ja? Das da? Die Leute sollen in die Kommentare schreiben. Nach was sieht das hier aus? Sieht aber geil aus. Wir gönnen uns jetzt das hier. Und zwar einmal Baklava. Sieht ganz lecker aus. Das weiß ich nicht, was das ist. Ich teste es jetzt gar mal. Bro, wir teilen uns das durch zwei mit einem feinen türkischen Espresso. Und? Und? Sehr, sehr leckeres Kaffee hier. Sehr stark hier. Lecker? Sehr stark. Espresso sehr stark. Sehr guter Laden hier. Wow, richtig geil. Hammer Laden hier. Richtig gute Sachen, richtig gutes Personal. Und das gibt es schon seit 1864, Mann. Seit 1864, das muss was heißen. Das ist ganz geil. Morgen gehen wir noch in einen geilen Hammer. So sieht das doch. Geil, ne? Sieht sehr, sehr krass aus. Wir schauen. Sehr, sehr lecker. Hey, yavaş arkadaş. What's your name, my friend? Aşkın. Oh, Aşkın. Irgendwie Straps nie am Start. Ja. Also Istanbul ist eine geile Stadt bis jetzt, Mann. Ich muss sagen, ich fühle sie gut. Ich fühle sie. You feel it? Ja, I feel it. Wir gehen jetzt ins Hammam. Ja, Mann, ich hoffe. Wir fahren hier wie kaputten Hunde. Ich habe das Gefühl, er fährt hier nur zickzack mit uns. Ja, ist einmal fast jemand reingefahren. Komm on, drei fest! Reklamlar. Polis! Çok şımarık bir şey. Tüt tüt! Hasta los! Yes, da ist es! Ist es noch offen? Muss offen sein! Yeah. Istanbul number one Hammam. Yeah. Istanbul number one Hammam. Oh, wir checken es ab. Wir checken es ab für euch. Ha? Kannst du nicht zahlen? Ja, ich habe leider nur Schweizer Franken hier, Bro. Du musst bezahlen, ich muss noch wechseln. Galatasaray. Yo, wir checken es ab. Istanbul, eine ganz, 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 ganz geile Stadt, Mann. Richtig geil! So Leute, wir sind jetzt hier drin und schaut mal, sieht richtig nice hier aus. Wir müssen hier die Schuhe ausziehen. Hier richtig easy da, die Leute chillen. Das ist so ein richtiges türkisches Hammam. Hello, what's your name? Okay. What's your name? Your name? Okay. Name? Name? Okay. Name? Haji, Haji. Haji? Haji. Haji. Hey, he is on the guide. So, very nice. No socks. No socks. Das kommt jetzt richtig alt-türkisch, oder Bro? Da hat jetzt jeder eine Kabine. Yeah, very nice. Thank you. Jetzt können wir hier uns umziehen da. Jeder kriegt eine Kabine. Yeah, richtig geil. Mit Safe sogar. Mit Safe, ja, mit Safe. Das ist wichtig. Sonst klauen uns die Türken alles. Yeah. Very unsafe, ein bisschen unsafe ist es. Unsafe. Wir haben jetzt hier unsere Sachen da reingemacht. Hier abgeschlossen, ist ein bisschen unsafe.
Sixpack noch am Start, alles am Start, trotz den Süßigkeiten, Bro. Ja, das ist 10 Minuten schon fett umgemacht. Ja. Oh shit. Oh ja, die brauchst du noch. Ja. Very elegant. Excuse me. Oh, Leute, schaut mal. Schicke Schuhe. Wir sind richtig entspannt, Mann. Ja, wie war's? War ein spezielles Erlebnis. So halb nackt, beziehungsweise praktisch nackt. Ja. Von einem nackten Typen zuerst. Ja, nackten Typen wird noch gehen. So ein 60-50-jähriger, ja, so alter Typen, ja. Stellt euch vor, mit Bart und so, ja. Die Leute aus Türkei, du kennst, die haben uns da abgeschrubbt. Ja. Seifen und so, es war aber richtig relaxed. Hammer Treatment, richtig gut. Richtig gut, ist richtig traditionell, also türkisch traditionell, Hammer. Ja. Checkt es aus hier, das Hammer Istanbul, direkt auf das Sarai. Ja, die ganze alte Haut weggeschrubbt, Leute. Also checkt es mal ab. Oh, schaut mal, ich bin richtig entspannt. Bam. Yo! Fische Spritz, frisch Fische. Alles am Start hier. Das ist so, Mann. Das ist so, Mann. Richtig. Schade, dass es hier regnet, hein, Bro. Boah, schau mal. Das sind wieder, ey, das sind wieder diese Baklava-Sachen. Wir haben schon sehr, sehr leckere Sachen hier. Letztes Meal, ein bisschen Seabass, Fisch. Und wir sind richtig im Arsch, wir sind jetzt im Hotelrestaurant. Gehen noch pennen, wir haben jetzt 9:30. Aber das Hammer hat uns schon gefickt, ja? Ja, alles hat uns gefickt. Ja. Flug am Morgen, 2 Stunden Schlaf. Halbe Stunde Schlaf, 2 Stunden im Flugzeug gepennt, Mann. Ja. Diesen ganzen Scheiß. Unwetter da draußen. Jetzt hatten wir noch eine Taxifahrt. Eine Stunde hatten wir gehabt. 40 Minuten. Mann, so. Fast eine 40 Stunde. Minuten vielleicht. Ich esse es noch hier. Gains sind alle weg. Ich esse es noch. Das letzte Meal. Ihr habt es gesehen, ich habe heute nicht viel gegessen. Ich hatte alle meine Meals, glaube ich, auf Kamera. Ich werde mir noch einen Reisprotein-Drink reinziehen jetzt dann gleich. Und dann gehe ich schlafen. Morgen müssen wir fit sein. Morgen, 31.12. müssen wir schauen, dass wir gut ins neue Jahr starten hier. Und ja, ich sage besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht auch nicht. Aber ich wünsche euch schon mal Happy New Year. Kiss, kiss. Bam, bam. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.